Ich bin gerade in Garmisch-Partenkirchen angekommen und ich sitze hier in meiner Alljahreswetterhose rum. Und ich warte auf Flötenmann und Helmut. Die kommen in 3,5 Stunden ungefähr. Oder knapp 3,5 Stunden. So lange muss ich hier warten. So, nachdem ich lange gewartet habe, Helmut ist angekommen. Jawohl. Und Flötenmann ist auch dabei. Und jetzt? Jetzt gleich Bergwanderung Start kommt. Wir werden auf die Alpen hochlaufen. Flötenmann. Ich bin vorhin im Zug eingepennt. Dann habe ich diesen gesamten Waggon zugeschnarcht gehabt. So richtig. Es war einfach fantastisch. Es war wunderschön. Flötenmann. Mhm. Dieser Winter ist mein 10-Jahres-Jubiläum, dass ich in kurzer Hose rumlaufe. Ich bin eine Kaulquappe. Kennt ihr Kaulquappen? Mit diesen Dingern hier am Hintern? Die sehen lustig aus. Kaulquappen sind geil. Das fühlt sich so an, als ob ich mein Gehirn an so ein nicht Schleifpapier, sondern diese Stöcke, diese Geschredderstöcke, die wie Schleifpapier sind. Genau so, als ob man das hier so dran gekratzt hat. So fühlt sich mein Gehirn an. Fein. Richtig geil, oder? So, Helmut grillt Fleisch, damit wir gleich Fleisch fressen können. Zur Stärkung für die weitere Tour. So, Steak ist fertig. Das heißt, Fressen ist fertig. Flötenmann. So, jetzt weiter zugelaufen. Ich habe schon mal Milben aus meinem Gehirn rausgepresst. Das hat sich dann komisch angefühlt. Dieses weiße Zeug ist vorhanden, was hier uns belästigen tut. Und was hier meine Beine hier abkühlen lässt. Dafür ist das geeignet. Und für nichts anderes. Ich bin eine richtige Schabe. Ich bin die allerletzte Bazille. Ich bin so ein richtiger Baktus. Ich liebe es, in Karies zu schwimmen. So, wir laufen jetzt immer höher und höher und höher. Und das strengt an, oder wie das heißt. So, hier einmal festhalten. Weil, guck mal. Das hier ist so eine kleine Treppe. Und wenn man hier abrutscht, dann fällt man ganz tief auf den Kopf drauf. Und da ganz hinten, da ist Aussicht. Dort hier vorne ist schon wieder eine kritische Stelle. Das heißt, man kann hier ganz weit runterfallen. So, wir haben Ziel erreicht und Helmut hat mir hier ein Zelt ausgeliehen, wo drin ich pennen werde. Und ich muss wirklich sagen, das ist wirklich sportlich kalt.
Wünschst du da Wärme? Führ mal da rein. Ich glaube, ich geschickt bin einfach mal. Da komm jetzt hier rein. Guck. Der Typ ist auf Instagram. Nennt sich Naturin. Weil die Aussicht hier voll cool ist und die Stelle hier auch, werden wir heute noch eine Nacht hier pennen. Weil hier ist eine wunderschöne Aussicht. Da kann man dieses Garmisch-Partenkirchen oder wie das heißt, von hier oben angucken. Das sieht ja nachts voll cool aus. Guck mal hier. Kennt ihr diese Dinger hier? Also diese hier. Ich habe mir die extra für diese Tour besorgt. Extra damit, wenn man hier zu nah irgendwie dran läuft, dass man da nicht so schnell abrutscht, um dort runterzufallen. Weil wenn man hier runterfällt und man dann auf den Kopf fällt, dann spritzen die ganzen Gehirnzellen irgendwie raus. Und das würde mich dumm machen. So, jetzt wird Kaffee gemacht. Pulverkaffee. So, Koffein ist fertig. Jetzt wird ein bisschen Fleisch gebraten hier auf diesem Stein. Auf diesen aufgehitzten Stein. Das ist einfach schön. So, jetzt Fleisch mit Brot, Essen start kommt. Hier, wir sind wach und vorhin hat das so ein bisschen geregnet. Das sieht man hier. Hier sind ein paar Tropfen. Aber jetzt, wo ich aufgestanden bin, da sind die Wolken weggelaufen. Das heißt, wir haben jetzt schon wieder Sonne, das ist voll geil. Jetzt habe ich hier einen Flötenmann. Der liegt da noch drin. Und wir werden gleich Tee trinken und was zu essen machen und dann gelaufen wir das den ganzen Weg wieder runter. So, Sachen sind gepackt und jetzt laufen wir zurück nach unten. Aber wir haben noch ein Stück zu gehen. Oder beziehungsweise wir haben gerade gestartet. Man sieht so ein bisschen, dass langsam Schmilz kommt. Dass der Schnee langsam schmilzt. Seht ihr dieses Wasser hier? Das kann meine Schuhe nass machen. Ja. Ein falscher Schritt und dann fällt man ganz tief hier weit runter. Ich bin dann nicht runtergefallen. Je tiefer wir runterlaufen, desto weniger liegt dieses weiße Zeug hier rum, was mich schon öfters belästigt hat. So, wir sind in Garmisch-Partenkirchen angekommen und von da oben kommen wir runter. So, mein Zug kommt angerollt. Jetzt hier einsteigen.